Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut und recht herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Unboxings zu den Raubtieren aus dem Polareis. Ne? Polareis wohlgemerkt, nicht Polarkreis. Das Ganze kommt hier aus der Serie Kreaturex von Sparbam. 16 Tiere gibt es zum Sammeln. 3 haben wir bereits im ersten Teil ausgepackt. Und zwar den Polarwolf, den Grönlandhai und den Pottwal. Ich bin extrem gespannt, was wir hier noch alles rausholen. Wie immer, große Tiere, tolle Tiere, cool gemacht. In einem Display sind 12 Tüten drin. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben, schaut's euch gerne an. Da erzähle ich noch ein bisschen mehr zu den einzelnen Tieren, zu den Tüten und so weiter. Lasst uns ganz schnell die nächsten Tüten auspacken und los geht's. Ihr kennt es, finde die, die ihre Farbe ändern und finde die, die im Dunkeln leuchten. Ich hole mir hier gleich die nächste Tüte raus. Die sind richtig, richtig groß. 26 cm breit und 15 cm hoch und entsprechend groß sind auch die Tiere. Die Serie bekommt ihr bei eurem Zeitschriftenhändler, im Kaufhaus, Supermarkt, beim Spielzeughändler oder an Tankstellen. Ich sage es hier immer wieder gerne, weil ich immer gefragt werde, Rupi, wo kriege ich das, ne? So, auf der Rückseite seht ihr hier alle Tiere, die es zum Sammeln gibt. Eisbär, sibirischer Tiger, Polarwolf, Eselpinguin, Beluga-Wal, Grönlandwal, Kaiserpinguin, Schwertwal, Walross, Seeleopard, Grönlandhai, Seeelefant, Moschusochse, Schneeeule, Polarfuchs und den Pottwal. Ich bin so gespannt, was wir hier noch alles rausholen. Ein Tütchen kostet 4,99 Euro und dafür bekommt ihr Riesenteile, die gefüllt sind mit Hydrogelkugeln. Ne? Ob die alle gefüllt sind, ja, wir werden sehen. Was haben wir in dieser Tüte drin? Wir haben hier, yes, den Polarfuchs. Klasse, boah, sieht mega aggressiv aus, der Kleine. Ähnelt hier natürlich ein bisschen unserem Polarwolf, ja, aber wir haben es hier mit einem anderen Modell zu tun. Innen drin, immer ganz groß, eine Abbildung von dem Tier. Ach, wunderbares Bild, der Polarfuchs sieht klasse aus, super getarnt. Finde ich klasse, dass Sparbam das hier so groß abgedruckt hat, dass man halt ganz einfach sieht, wie die Tiere auch in Wirklichkeit aussehen. Super. So, dann hier wie immer nochmal eine Liste von allen Figuren, die es zum Sammeln gibt. Eine Checkliste für euch. Das Ganze hier in 3 Sprachen, unter anderem natürlich auch Deutsch. Und das lesen wir uns selbstverständlich auch noch gleich durch. Der Polarfuchs oder Eisfuchs ist ein unglaublich widerstandsfähiges Tier. Er lebt in der Arktis und überlebt die extrem niedrigen Temperaturen in dieser Region. Damit Polarfüchse bei eisigen Temperaturen nicht erfrieren, legen sie warme Höhlen oder unterirdische Gänge an. Das schneeweiße Fell bietet im Winter eine perfekte Tarnung und so kann der Polarfuchs seiner Beute unbemerkt auflauern. Polarfüchse sind sehr intelligent und listig und eine Vielzahl von Tieren gehört zu ihren Beutetieren. So, hier haben wir Angriff 8, Verteidigung 6, Intelligenz 9. Besonderheit: Gehör, Geruch und Sehvermögen sind hoch entwickelt. Also, das hier der Polarfuchs. Ich bin extrem gespannt, wie sie ihn umgesetzt haben. Und hier haben wir ihn. Oh, sehr schön. Ganz anderes Modell als der Polarwolf. Auch er, ja, ist hier mit Perlen gefüllt. Dickes Gummi. Die Perlen gehen hier sogar bis ins Schwänzchen rein. Ich schmeiß mich weg. Okay. Natürlich auch das hier aus extrem dehnbarem, quetschbarem Gummi. Sehr cool. Hat große schwarze Augen mit weißen Pupillen, schwarzes Schnäuzchen, rote Zunge. Die Zähne haben sie sogar noch extra weiß bemalt, obwohl er schon weiß ist. Dann kann man hier auch sehr schön das Fell sehen, die Fellstruktur. Die Ohren stehen hier nach oben, also gerade ganz aufmerksam am Hören. Hier ist eine kleine Gussnase, die könnt ihr ganz einfach abziehen. Dann hat sich das erledigt. Dann haben sie hier noch ein bisschen hellblau übers Fell gesprüht. Hier kann man die Haare auch noch mal ein bisschen deutlicher sehen. Ein dicker Schweif, den er hier hat. Die Haare haben sie hier nett angedeutet. Lange, schlanke Beine. Und an dem Pfötchen sieht man auch noch ein paar nette kleine Details. Finde ich schön, dass Sparbam das hier so umgesetzt hat. Auch sauber verarbeitet. Keine unschönen Verklebungen oder sowas. Gefällt mir richtig gut. Ist natürlich kleiner
als der Polarwolf. Ja, stehen kann er nicht, dafür sind die Beinchen ein bisschen zu weich, aber so sieht der schon echt klasse aus. Ne? Also würde er so stehen, hätte unser Fuchs eine Höhe von immerhin 10 cm und eine Länge von der Schnauze bis zum Schwänzchen 14 cm, würde ich mal sagen. Ihr könnt ihn natürlich hinlegen, ja, dann bleibt er auch irgendwo einigermaßen stehen, aber ja, sieht aus, als ob er gerade im Eis ausgeschlittert wäre. Ne? Voll am Ausrutschen. Der Polarfuchs sieht klasse aus, oder? Super cool. Also, er hat hier kein Glow in the Dark, obwohl man das meinen könnte, bei dieser hellen Farbe. Ja, wir werden es uns ganz zum Schluss von den Videos anschauen, welches Tier welche Besonderheiten hat. Er ist zumindest gefüllt mit diesen Hydrogelkugeln. Wenn ich hier drücke, dann seht ihr das, dann kriegt er einen dicken Kopf. Und hier kann man die wunderbar erkennen. Also fühlt sich auch wieder klasse an, tolles Material. Nicht zu sehr quetschend, sonst habt ihr Hydrogel-Mousse. Auch nicht schlimm, aber diese Kügelchen gefallen mir sehr, sehr gut. Also der Polarfuchs, auch eine schöne Figur. Richtig, richtig cool gemacht. Ich halte hier nochmal den Polarwolf daneben, da seht ihr das. Der Fuchs ist sogar ein bisschen höher, ja. Dafür ist der Wolf halt etwas länger und sieht noch gefährlicher aus, ja. Sehr coole Sammelfiguren. So, wir schauen uns das nächste Tütchen an. Was finden wir hier drin? Auch wieder, ja, eine kräftige Figur. Ein Blick auf den Steckbrief. Wir haben hier, nein, den sibirischen Tiger. Ja, Wahnsinn. Schaut euch dieses Hammerbild an. Sehr, sehr, sehr cool. Natürlich müssen wir bei der Figur ein paar Abstriche machen, aber wow. Dann haben wir hier natürlich wieder eine Abbildung drin. Wie sieht er tatsächlich aus? Boah, auch ein schönes, großes Mini-Poster zum Aufhängen. Was für ein schönes Tier, oder? Bin hin und weg. Ich liebe sowas. Der Wahnsinn. Läuft hier mitten im Schnee. Zum Glück hat er ein dickes Fell, ne? Also, dann lasst uns gleich mal lesen, was sie dazu schreiben. Der sibirische Tiger ist in der Lage, die extremen Minustemperaturen von bis zu minus 40 Grad in Sibirien zu ertragen. Das Männchen erreicht eine Länge von mehr als 3 Metern und ein Gewicht von etwa 400 Kilogramm. Von den sogenannten Großkatzen, zu denen auch der Löwe gehört, ist der sibirische Tiger die größte. So, Angriff 10 von 10 Sternen, Verteidigung 9, Intelligenz 8. Besonderheit, er scheut sich nicht, Bären anzugreifen, selbst wenn er dabei seine eigene Sicherheit aufs Spiel setzt. Boah, der sibirische Tiger hat's faustdick hinter seinen schwarzen Streifen, ne? So, lass uns mal gucken, wie er aussieht. Wie haben sie ihn umgesetzt? Boah, auch eine schöne Figur. Ja, klasse. Auch die Streifen sind hier toll geworden. Ja, sowas möchte man doch sehen, oder? Klasse, sogar Schwänzchen haben sie nicht vergessen. Ne? Nicht so zwei, drei schwarze Streifen. Richtig schöne Details. Klasse, also gefällt mir sehr, sehr gut. Nicht ganz so groß wie der Wolf, aber trotzdem eine schöne Gummifigur. Das muss man wirklich sagen. Auch die Fellstruktur haben sie hier angedeutet. Klasse. Der Kopf schön groß, kräftig. Von vorne kann man es auch angucken. Die Schnauze schwarz. Die Augen auch schwarz mit großen weißen Lichtpunkten. Selbst am Kopf noch Streifen zu erkennen. Ja, super. Das Maul haben sie natürlich rot gemacht. Die Zähne weiß drauf getupft. Okay. Auch hier das Muster schön zu erkennen. Dann vor allem hier dieser weiße Bart, den er hat. Cool, dass sie das herausgearbeitet haben. Die Beine, auch hier wunderbare Details an den Tatzen. Sogar hier unten, schaut es euch an, die Tatzen zu erkennen. Ja, klasse. Das sieht doch gut aus. An allen vier Pfoten sieht man unten die Tatzen. Selbst hier unten noch ein paar nette Details. Auch wieder gut verklebt das Ganze. Auch er ist mit Hydrogelkugeln gefüllt. Wenn ich hier drücke, dann seht ihr das mehr als deutlich. Auch wieder alle durchsichtig. Mal gespannt, ob wir auch noch farbige finden. Dann das Muster. Auch der Körper, ne? Vorne schön kräftig, hinten wird es ein bisschen schlanker. Und der gestreifte Schwanz hier. Richtig gut gemacht. Auch wieder zum Stretchen, zum Ziehen und zum Drücken, zum Quetschen. Tolle Figur vom sibirischen Tiger. Ja, ich halte hier nochmal den Wolf daneben. Ihr seht, der ist mächtiger. Noch ein bisschen massiger als der Tiger. Auch etwas länger. Der Tiger hätte eigentlich ein bisschen größer sein müssen, aber komm, er ist echt klasse geworden. Sieht toll aus. Stehen kann er leider Gottes auch nicht, dafür ist er zu schwer. Wenn ich die Beine auseinander mache, ja, dann sieht auch er aus, als ob er gerade auf dem Eis rutscht.
Weltklasse. So, der Tiger hier hat eine Länge von Schnauze bis zum Schwänzchen, ja, von 16 cm. Und würde er stehen, hätten wir eine Höhe von knapp 7 cm. Ja, der sibirische Tiger. Also eine tolle Gummiumsetzung, wie ich finde. Also wenn ihr Spaß an sowas habt, könnt ihr hier überhaupt gar nichts falsch machen. Props ans Barbam, toll. Also wirklich toll. Würde ja zu gerne mal Mäuschen spielen, wie die Sachen hier bedruckt werden. Vor allem hier, ne? Rundherum. Schon irre, was man heute alles hinkriegt. Sehr, sehr, sehr cool. Die Serie bis jetzt bombig. Und wir machen hier ganz schnell weiter mit der nächsten Tüte. Hier ist ein bisschen was Dünneres drin. Doppelte Figur, was Neues. Nochmal der Polarwolf. Nee. Ah, ich glaube, ich weiß was. Könnte das die Eule sein? Haben wir hier die Schneeeule drin? Wir schauen es uns an. Der Steckbrief. Und wir haben, ja, Leute, wir haben die Schneeeule. Leuchtet im Dunkeln. In der letzten Edition hat die, glaube ich, noch nicht geleuchtet. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das ist definitiv ein Update. Auch ein klasse Bild. Mal schauen, wie sieht sie in Wirklichkeit aus. Boah, im Flug festgehalten, die Schneeeule. Mit ihren gelben Augen und einem tollen Muster auf ihren Federn. Boah, Wahnsinn. Eine riesige Flügelspannweite. Gleitet sie hier übers Eis. Sehr, sehr schön. Auch ein tolles Poster. Was schreiben sie zu dieser Schneeeule? Die Schneeeule, auch Schneekauz genannt, ist ein eleganter Vogel, der in kalten Regionen lebt. Die kleinen, aber leuchtenden gelben Augen sind weiß und heben sich deutlich vom Gesicht ab. Die meisten Eulen jagen nachts, die Schneeeule dagegen ist auch am Tag aktiv. Kommt ein Beutetier aus seinem Bau, stürzt sie sich darauf und bricht ihm mit ihren Krallen das Rückgrat. Was für ein brutales Viech, oder? So, Angriff haben wir hier 9, Verteidigung 8, Intelligenz 8, Besonderheit. Sie lebt normalerweise in der kalten arktischen Tundra, okay? Tundi! War gespannt, wie sie gemacht haben. Und wie sieht's aus? Unsere Tundi, yes! Das Ding ist so der Hammer. Ich war schon beim letzten Mal total begeistert. Guckt's euch an, das ist Weltklasse. Oh, hier ist eine kleine Gussnase dran, ganz einfach wegziehen. Perfekt. Die ist so der Hammer. Ich liebe diese Schneeeule. Die Flügel sind klasse. Ich finde es auch toll, dass sie die Augen riesengroß und gelb gemacht haben. Mit einer schwarzen Outline, große schwarze Pupille. Schnäbelchen ist schwarz. Hier am Bauch haben sie noch ein bisschen grau hingemalt, oder was? Ist ja der Knaller. Ja, die Flügel, schön unterteilt. Man kann hier die Federchen sehen, fangen ganz klein an. Und die Schwungfedern werden dann richtig, richtig groß. Ihr seht hier auch wunderbare Details von den Federn, den Federkiel, die feinen Federhärchen. Klasse, auch hier auf dem Kopf, auf dem Buckel, die kleinen Federchen zu erkennen. Auch auf dem Schwänzchen, oder? Ist doch toll gemacht, genauso hier drüben. Und auch die Unterseite, wunderbar die Struktur der Federn zu sehen. Unten übrigens anders als hier oben. Ihr könnt sehen, ist das super oder ist das super? Klasse. Also Sparbam, ihr haut mich echt weg mit dem Vieh. Der Burner. Ja, die Beinchen ganz kurz, aber die Krallen könnt ihr auch noch sehen. Richtig lange, spitze Krallen, ist aus Gummi, kann nichts passieren, tut nicht weh. Es sieht einfach nur bombig aus. Also bin ich auch sehr gespannt, wie gut Tundi im Dunkeln leuchtet. Ja, das Ding ist der Hammer. Warte mal, kann ich die überhaupt richtig, was die Größe angeht, messen? Ich probiere es mal von Flügelspitze zu Flügelspitze. Ja, ihr seht, jetzt kommen wir auf 22 cm, würde ich jetzt mal sagen. Ne? So, und was die Länge angeht, kommen wir hier auf ganz grob, ja, 9 cm. Ne? Die kleine Schneeeule Tundi. Richtig, richtig cooles Teil. Freue ich mich sehr, dass ich die hier rausgezogen habe. Ist mit einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ja, auch schon in der letzten Serie. Das Ding ist einfach nur bombig. Auch sie ist tatsächlich mit Hydrogelkugeln gefüllt, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, ihr könnt ihr einen dicken Kopf machen. Ne? Tundi is watching you. Das ist so cool. Also, sehr, sehr, sehr schöne, coole Figur für diese Serie. Die Eule ist der absolute Oberknaller. So, jetzt lasst mich mal schauen, wie viele Tüten haben wir denn hier noch drin? 1, 2, 3, 4. Komm, dann packe ich jetzt noch eine Tüte aus
Und im letzten Video schauen wir uns die ganzen Effekte an, ne? Wie sie die Farbe ändern, wie sie im Dunkeln leuchten. Hier haben wir wieder was ganz Dickes drin. Ich reiß die Tüte hier mal auf. Ah, da bricht mir immer das Herz. Die schönen Tüten zerstören, schade drum. Aber ja, komm, lass uns reinschauen. Steckbrief, der hier geknickt ist. Was haben wir hier drin? Wir haben den Eselspinguin drin. Ja, cool. Warum heißt der Eselspinguin? Wir schauen uns erstmal das Bild hier an. Vielleicht finden wir auch noch eine Erklärung. Ich glaube, es ist wegen seinem Ruf, kann das sein? Hier voll am Tapsen. Läuft hier übers Eis, über den Schnee drüber. Auch eine wunderbare Abbildung. Klasse. Also diese Riesenposter oder Mini-Poster, der Hammer. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, dann lasst uns mal lesen. Der Eselspinguin lebt in der Antarktis. Eines seiner Hauptmerkmale ist seine aufrechte Körperhaltung. Eselspinguine sind gesellige Tiere, die sich in mehr oder weniger zahlreichen Kolonien zusammenfinden. Die Paare leben normalerweise dauerhaft zusammen. Eselspinguine schwimmen wahnsinnig schnell und sind äußerst geschickte Unterwasserfischer. So, Angriff 7, Verteidigung 7, Intelligenz 7. Naja, Verteidigung 7, das ist schon relativ hoch für einen Pinguin, oder? Besonderheit, obwohl er ein Vogel ist, kann er nicht fliegen. Ja, jetzt hätte mich es aber echt noch interessiert, warum heißt der Eselspinguin? Ich meine, es liegt an seinem Ruf, bin mir aber nicht sicher. Falls jemand von euch das weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, bin gespannt, wie sie ihn umgesetzt haben. Hier haben wir den Eselspinguin mit seinem weißen Bauch, gelber Schnabel. Innen haben sie es rot bemalt. Die Augen haben sie sogar schwarz auf das Schwarz getupft. Kann man sehen. Und einen weißen Lichtpunkt reingesetzt. Die Füße unten, ja, haben sie schwarz gelassen. Auch die Rückseite ist komplett schwarz. Die kleinen knuffigen Flügelchen. Auch er ist gefüllt mit den Perlen, man sieht es nicht, weil schwarz ist. Hier vorne ist ziemlich dick weiß drauf. Also die Hydrogel-Perlen kann man hier schlecht sehen, aber er fühlt sich halt einfach nur bombig an. Die Füßchen hier auch typisch, pinguin-typisch gestaltet. Hätte man eigentlich auch noch orangefarben bemalen können. Aber man sieht sogar seine Federchen, die Struktur. Finde ich klasse, dass sie das gemacht haben. Hier hinten wurden die Kugeln eingefüllt. Auch das absolut sauber verklebt. Kein Geschmiere oder sonst was zu sehen. Spabam, das Schwänzchen, das kleine. Auch sehr schön. Und ja, wie immer, ein tolles Gummi. Fasst sich klasse an. Echt schön. Stehen kann er natürlich nicht, aber er hat eine ordentliche Größe. Und zwar, am Schnabel gemessen, komme ich hier auf, ja, ziemlich genau 12 cm. Also ein richtig schöner, großer Pinguin. Sehr schön. Ja, ich halte hier mal den Tiger daneben. Also der Pinguin braucht sich eigentlich vor dem Tiger nicht unbedingt zu fürchten, wenn ihr euch den Schnabel hier anschaut. Und die Größe ist auch ordentlich. Ja, beim Wolf würde ich mir jetzt wieder ein bisschen Gedanken machen, aber rein von der Masse her kann er ihm schon ein bisschen was dagegen halten. In dieser Serie hier, in Wirklichkeit, ja, steht schlecht für unseren Pinguin. Gut, dann würde ich sagen, den Rest, den ich hier noch drin habe, den schauen wir uns im nächsten Video an. Auch hier muss ich wieder sagen, tolle Serie, tolle Tiere, die ihr hier rausholen könnt. Ja, Tundi, die Schneeeule, der absolute Oberknaller. Ja, auch hier der Polarfuchs, schön gemacht. Keine doppelten Modelle. Also was die Figur angeht und noch keine doppelten Figuren hier aus dieser Serie gezogen. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Jetzt haben wir hier noch 1, 2, 3, 4 Tüten übrig. Bin sehr gespannt, ob ich hier noch 4 weitere Tiere ziehen kann. Das schauen wir uns im nächsten Video an. Und wie schon gesagt, ganz zum Schluss schauen wir, welche Tiere die Farbe ändern und welche im Dunkeln leuchten. Okay. Dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Reinschauen. Macht mir wahnsinnig viel Spaß, das auszupacken. Ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen Spaß zuzuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ropi und Tundi, Flap, 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 flap. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Yay. Yeah.